Seehunddame Lisa hat ein neues Zuhause. Seit Ende Januar lebt sie im Grömitzer Zoo Archenoa. Ihre alte Heimat im nordrhein-westfälischen Kleve musste sie aufgeben. Die lange Anreise gemeinsam mit zwei Artgenossen hat sie gut überstanden. Das lief eigentlich alles sehr ruhig ab. Wir haben dementsprechend auch eben bei dem Ausladen dann nur von dem Anhänger eben diese Klappen hinten ja aufgemacht und dann konnten sie gleich alle langsam in das neue Seehundsbecken reinrobben. Das lief alles stressfrei ab. Die drei Seehunde aus Kleve und drei aus Grömitz haben jetzt im neuen Seehundbecken ihr neues Zuhause gefunden. 2 Jahre dauerten die Arbeiten an dem 1800 Kubikmeter großen künstlichen Gewässer. Der Zoo setzt auf große Gehege und viel Platz für die Tiere und möglichst natürlich soll es sein. Wo leben sie, in welchem Bereich? An der Küste? Was ist da? Sand, Steine? Ja, und wir wollten das eben auch als Grundlage nehmen, wollte ich jedenfalls nehmen, dass man hier eine natürliche Anlage baut, die also kein Beton zeigt, weil Beton gießen die Seehunde selber auch nicht und von daher, das liegt mir auch nicht. Ne? Das sollte also eine natürliche Anlage sein, wo die Tiere sich also wohlfühlen und wo auch der Besucher den Eindruck hat, dass er so ein bisschen an der See ist. Ne? Das alles zu bauen, gar nicht so einfach. Vieles haben die Betreiber selbst gemacht. Stolz ist Zoodirektor Ingo Wilhelm auch auf die neue Filteranlage. Sie soll besonders nachhaltig arbeiten. Man arbeitet meistens noch mit Quarzsandfilteranlagen, also große Türme mit Quarzsand. Und das war hier so ein bisschen ein Problem, weil wir hier zwischen ja unsere Sandbank haben und dann nachher immer LKW-weise Quarzsand hier ranfahren und hier 2 große Türme aufbauen. Das war alles nicht so. Deshalb haben wir uns für so eine kompakte Trommelfilteranlage entschieden und es ist alles verbaut, was man in der Schwimmbadtechnik und in der Wasserhaltungstechnik heute auch so hat. Ne? Das Technikhaus soll noch der Landschaft angepasst werden. Und auch wenn rund um das Becken noch einiges zu tun ist, in ihrem neuen Zuhause fühlen sich die Seehunde schon jetzt sehr wohl. 8 von ihrer Art sollen hier künftig leben. Die letzten beiden ziehen in einem Monat ein. Und vielleicht gibt es bald sogar Nachwuchs in Grömitz.